Ich wurde kürzlich ermutigt, als ich in der hebräischen Bibel die Geschichte las, in der Elisa eine Axt holte, die tief ins Wasser gefallen war. Elisa betet und die Axt steigt an die Oberfläche des Wassers. Ich hatte diese Geschichte schon oft gelesen, aber diesmal wurde mir das erste Mal ganz klar, dass es auch eine Geschichte für uns sein könnte, eine Einladung an uns alle, andere Gewichte in unserer Erfahrung auf ähnliche Weise zum Schwimmen zu bringen. Wir sagen doch zum Beispiel, dass uns etwas schwer im Magen liegt, dass wir einen Tiefpunkt erreichen oder dass sich ein Problem wie Blei anfühlt. Christus Jesus ermutigt uns, unserem Glauben durch wachsendes geistiges Verständnis mehr Gewicht zu verleihen. Er gibt uns diesen Rat: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Gerade wenn wir auf Probleme stoßen, die unlösbar erscheinen, können wir an die Axt denken, die ins Flussbett gefallen ist. Mein Studium der christlichen Wissenschaft hat mich dabei gelehrt, dass das geistige Sein, alles Leben, eine fortschreitende Entwicklung ist, in der das Gute einfach auf mehr Gutes folgt. Was wir uns als Superkräfte des Christus vorstellen können, ist Gottes aktive, heilende Gegenwart. Sie wirkt in unserer Erfahrung. Während wir beten und diese Wahrheit geistig bekräftigen und dabei konsequent ablehnen, was nicht mit Gottes gegenwärtiger Güte übereinstimmt, bewegen sich Berge und Äxte schwimmen. Mary Baker Eddy schreibt: Das menschliche Denken muss sich aus der selbst auferlegten Materialität und Knechtschaft befreien. Wir können verstehen, dass Gewichte in unserem Leben mental sind und Gebet kann sie leicht machen. Wenn ich nun vor einer scheinbar unlösbaren Herausforderung stehe, bekräftige ich Gebet erfüllt. Die Axt kann schwimmen. Geist ist real und gut und kraftvoll. Diese frische und kreative Art, wachsam und klar zu bleiben, hat bereits eine unerwartete Lösung für eine finanzielle Herausforderung gebracht. Und jetzt erwarte ich noch mehr.